Hallo, ich bin voll drauf. Hallo, seid ihr auch gut? Seid ihr gut? Truppe? Nicht schüchtern sein. Ich stehe gerne am Anfang an der Ecke hier. Das ist gut für mich. Ich will das mit den Franzbrötchen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das will. Aber irgendwas passiert hier heute. Ich bin wirklich nicht so ganz drin. Aber hallo, na, wie läuft es wohl? Ist alles okay? Also habt ihr eine gute Zeit oder ist alles 10 Minuten Nachspielzeit? Schauen wir mal. Man hat ja immer mal am Anfang so ein bisschen was, wo sich die Leute vorbereiten und so. Das ist ja ganz normal, wie sich das gehört. Hatte gerade auch wieder Panik kurz Panikattacke gehabt. Kennt ihr das, wenn Leute einen anrufen und die eigentlich wissen, dass man zu tun hat und dann denkt ihr so, oh mein Gott, jetzt ist crazy wichtig. Und genau das hatte ich gerade eben. Aber ich habe die Person dann nicht mehr erreicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe die einfach nicht erreicht, so zurück. Habe mich wahnsinnig gemacht. Habe ich aber zum Glück noch geschafft. War alles okay, war nur aus Versehen. Aber wenn es mal ernst wird, ne, dann bin ich ein Wahnsinniger. Hä? Das ist ja alles sauber. Was denn sauber? Hier, die Küche. Ist es sonst dreckig? Ich weiß gar nicht. Ist es dreckig sonst bei uns? Manchmal steht was rum, ne? Aber wir geben uns Mühe. Wir werden langsam erwachsen. Aber nur langsam. So, ich schau mal ganz kurz. Ich habe hier meine, Rezepte-Zutaten drauf. Und dann werde ich das jetzt alles mal ganz kurz in eine, mal anfangen hier. So, Fleisch waschen und trocken tupfen. Mit Salz, Pfeffer, Würzen, Ölpfanne, Filets darin von allen Seiten 5 Minuten braten. Okay. Jetzt ist sie zwar sauber, aber ich weiß, die Sachen sind jetzt nicht alle gewogen. Ne? Ich hau jetzt einfach rein. Ich mache nach Gefühl und so. Kriegen wir hin. Mozzarella-Chicken. Also, das ist hier die neue Kochabteilung, die jetzt hier dreimal die Woche euch Kochstreams bringen wird. Aber ich bin ganz ehrlich, Mozzarella-Chicken, ist das sowas, wofür ich stehe? Ich bin ja gar kein Mozzarella-Typ zum Beispiel. Ich bin ja gar kein Mozzi-Mann. Ne? So, wir haben auf jeden Fall Rewe-Bio-Hähnchen hier. Gut, diese. Dann haben wir was noch da. Wir haben Tomaten. Ich tue jetzt erstmal alles raus. Fleisch, super. Pfeffersalz haben wir da, super. Tomaten. Ist wahrscheinlich kleine Cherry-Tomaten. Ich mache das jetzt. Ich finde die Sachen. Cherry-Tomaten. Es wird jetzt ein paar Mal so sein, dass ich den Kühlschrank auf und zu mache, was total Quatsch ist. So, Tomaten habe ich. Basilikumblätter. Warte. Ich kann auch einfach in die Liste gehen, dann kann ich mehrere Sachen rausnehmen. Das wäre ja sogar teilweise intelligent. Basilikum. Ja. Schlagsahne. Von ja. Basilikum, Sahne, Schmelzkäse ist da drin. Ey, hä? Wer denkt sich denn was mit Schmelzkäse für mich aus? Wenn man eine Sache über mich weiß, dann ist es, dass ich Schmelzkäse major widerlich finde. Alter, wie viel Käse, ey. Da ist ja übelste Kackerraschung. Guckt euch das mal an. Da ist ja der Tornado, der gleich sich ins Weltall entzündet. Was ist denn hier los? Gibt es zum Nachtisch die Waffel zum Wein? Nein. Die Süße, die Waffelsüße, die gibt es erst später. So, das sind, glaube ich, schon alle Sachen. Guck mal, ey, Mozzarella, Sahne, Creme, Käse, Cocktailtomaten, Basilikum und das. Und dann Sahne und das. Wer ist denn so? Was? Moment mal, Creme Fresh ist da gar nicht bei. Ist das vielleicht für später? Ich tue es wieder zurück. Warum habe ich das denn mit rausgenommen? Das stand auf der gleichen Ebene. Ich tue das jetzt wieder hin. Ich weiß nicht, was los ist. Und optional Kräuterbutter. Hier ist Kräuterbutter drin. In so kleinen Paketchen. Guck mal, Nutri-Score E. Siehst du das? Ich habe noch nie was gehabt in meinem Leben, glaube ich, was Nutri-Score E hatte. Was hat denn Schmelzkäse? Die haben doch nicht mal so eine Ampel da drauf gedruckt. Das trauen die sich doch gar nicht. Die sind doch höchstwahrscheinlich schon auf BZ, alter Nutri-Score. Ich liebe Käse.de. Ja, glaube ich auch, du. Das glaube ich auch. Lass die jetzt draußen und schmilzt die an. Freue mich drauf, es hört sich lecker an. Also ich sag, es hört sich nach Bauchweh an. Aber ich habe heute auch für meine Verhältnisse in den letzten 18 Tagen wirklich sehr viel gegessen. Schon. Aber ich bin jetzt tatsächlich gespannt. Also ich kriege sowieso immer einen Abnehmer. Hier keine Sorge, wir sind viele. So, ich befolge nun folgendes Rezept, damit wir heute höchstwahrscheinlich ein Erwachen sehen der Kulinarik, die ihr noch nie so auf Twitch gesehen habt. Sage ich euch jetzt schon, wie es ist. Oh Gott. So. Zack. Sind denn heute Leute dabei, die ich am Freitag sehe? Weil für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, am Freitag, also in 2 Tagen, ist unser Ritteressen und wir haben ganz schön viele Leute, die sich jetzt angemeldet haben.
Ist jemand hier, der sich das traut? Habt ihr schon ein bisschen Angst? Weil ich habe ein bisschen Angst. Weil ich bringe ja die Leute mit, aber die eigentliche Veranstaltung, die wird ja sozusagen immer noch von dem Restaurant gemacht und ich weiß ja selber nicht, was uns erwartet. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Leider nicht. Ich habe voll Bock auf das Essen. Ich bin auch wirklich gespannt auf das Essen. Das ist ja selbst was wir noch nicht probieren konnten. Deswegen, let's see, sage ich wohl. Let's see. Zack. Hopp. Hier ich, danke für die Einladung. Ja, ich bin auch sehr gespannt, du, sage ich dir, Heinz. Ich freue mich. So, ich mache das jetzt hier raus. Ich habe, glaube ich, irgendwo mir hier so Handschuhe hingetan. Eigentlich wäre das jetzt prädestiniert für Handschuhe, aber ich habe es einfach wie ein Depp jetzt so gemacht mit der Hand. Das ist okay für mich. So, zack. Hopp. Du gehst dahin. Geh mal hier rein, weil das ist blöd. So, was macht man jetzt? Wascht ihr Hähnchen? Ich würde Hähnchen jetzt nicht waschen, ich würde es nur abtupfen. Ich bin Tupfer. Was sagt der Chat? Tupfen oder waschen? Same. Auch tupfen, ne? Ja. Da scheiden sich aber auch die Geister, muss ich sagen. Weder noch waschen, aber hat man das dann nicht alles im Becken? Da musst du doch richtig dein Becken reinigen. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht so das Becken so, aber so, also, ne? Sondern das Waschbecken. So, tupfen. Endlich wieder hier und tupfen. Ja, okay, also bewege ich mich jetzt nicht auf einem falschen Gefilde. Das freut mich, ausnahmsweise mal. Fängt gut an, aber ich lasse später stark nach, versprochen. So, zack, hüpp. Perfekto. Dies schmeckto. Tupfen, waschen, verteilt nur alles. Hätte ich auch gesagt. Also okay, ich lag mit dem Tupfen einigermaßen richtig. Es ist ein First für mich auch, aber ich freue mich. So, wir gehen mal hier hin und schauen wir mal. Was ist denn hier los heute? Liegt das hier ran? Nee, du bist an. Aber warum möchte die Leertaste nicht mehr wie ich? So, das soll man jetzt mit Salz und Pfeffer in eine Pfanne machen. 5 Minuten von allen Seiten kräftig anbraten. 5 Minuten kräftig anbraten? Boah, viele hier richtig braten. Ich küsse deine Augen kleiner als 3. Da gibt es bestimmt ein paar Tipps und Tricks hier von den ein oder anderen Leuten, sag ich mal. So, was ist das denn für ein Knös? Knös? Hallo? Ich sag's euch, meine Pfanne hier ist hinüber. Ich habe die schon 2-3 Mal rausgeholt und da ist immer Knös unten drin. Ich glaube, der hat die Beschichtung gelegt. Die müssen wir, glaube ich, leider aussortieren. Jetzt kommst du nicht mehr raus. So, der Gerät. Nächste Pfanne. Haben wir genügend von. Zack. Ich brate das jetzt an. Ich glaube, in der Zwischenzeit muss ich dann eh Tomaten schneiden. Ich gehe mal so auf mittlere Temperatur. Habe immer das Gefühl, damit läuft man besser bei so schicken Sachen. Zack. Habe ich eine Zange? Weil dann werde ich das, glaube ich, da einfach reinzängeln. Sehr gut. Das riecht richtig wie... Das riecht? Hört sich an. Riecht überhaupt nach nichts gerade. Aber ist wirklich ein bisschen so... sage ich wohl. So. Einmal den hier. Einmal so. Zock. Und einmal, ich pfeffer dann jetzt einfach mal hier kurz auf einer Seite und mache das dann gleich auf der anderen auch nochmal. Pfeffer in die Pfanne beim Braten. Auch hier, glaube ich, sehr diverse Meinungen, die jetzt hier einkehren werden. Auch dazu, dass ich das in eine nicht heiße Pfanne gelegt habe, kann ich auch verstehen, dass hier viele Leute sehr wütend sein werden. Ich möchte sagen, ich unterstütze das teilweise. Ich mache das jetzt einfach sehr warm. Und dann sehr weniger warm. Und dann wird es gut, glaube ich. Ich habe Curry gekocht, ich bin trotzdem dabei. Ihr müsst mitmachen. Also, ich verspreche euch diesen Freitag, ich verspreche nichts. Ich sage euch, wir probieren das jetzt hinzukriegen. So ist die richtige Formulierung. Dass wir das vernünftig hier posten. Also freitags wollen wir Streamplan immer auf Instagram posten und dann anpinnen. Ich glaube, dafür gibt es jetzt auch einen Reiter direkt mit den Zutaten. Dann habt ihr die Zutaten für Montagmorgen und für Mittwoch. Dann könnt ihr zweimal mitkochen, wenn ihr das wollt. Pfeffer verbrennt doch, ist so. Am besten noch ein bisschen Robby-Rob-Putzmittel rein. Sehr gut. Hab das gestern nach dem Einkaufen erst gesehen.
Moin, schönen guten Abend, moin, wie es gehört, moin. Schürze ist eine geile Idee, ne? Egal. So, ich mache mal weiter. Wir können schon weitermachen. Ekelhaft, die Organisation hier ist nicht mehr mein Kanal. Jetzt reicht's aber langsam mal. Wo ist denn diese komische Face-ID-Geschichte? Hallo, schönen guten Tag. Ich bin sehr organisiert. Waschen und halbieren die Tomaten. Basilikumblätter abzupfen, waschen und feinhacken. Ja, das kriege ich doch locker hin. Guck mal hier. Zack, 250 Gramm Cherry-Tomaten. Die guten. Klasse 1, was auch immer das bedeutet. Ich habe wirklich keine Ahnung. Basilikum. Super. Wenn ich das irgendwann mal so richtig Premium-Sachen habe, dann würde ich mir Sorgen machen, auch um mich. Das sage ich dir ehrlich. Aber solange diese Sachen noch schön aus dem Rewe kommen, ist hier eigentlich alles okay. So. Okay. Einmal das hier gewaschen. Und einmal Basilikum einmal schön abwaschen. Lasse ich jetzt einfach im Wasserbad. Oh Gott. Toll. Supi. What up, Chat? Ja, wie lief die Woche bis jetzt? Wie ist Fazit in der Mitte der Woche, Leute? Sag an. Sag an, wie ist wohl Fazit? Sagt ihr, ist eine gute Woche bis dato oder sagt ihr so eher, ist ein Medium-Thema? Das ist das große Ding. Am schlimmsten, was? Am schlimmsten wäre aus dem eigenen Garten. Boah, also Annika hatte einen eigenen Garten und die hat zu mir gesagt, dass es echt ein bisschen Pain war. Weil irgendwann, Kräuter am Anfang sind geil und irgendwann fängst du an, so ein komischer Wilder zu werden, der die ganze Zeit einfach Kräuter verschenkt, weil die zu schnell wachsen. Ich freue mich schon auf Freitag, Freddy, liebe Freddy Love. Nicht mehr das Wahre, sage ich. Medium-Thema. Kräutergarten? Oder wo waren wir? Ich hing ziemlich viel auf einem Discord, hab mal Brollen vergeben. Ja, vielen Dank nochmal. Also jetzt auch mal über den Chat wirklich mal bei Sunny und bei Nils ein bisschen Mods loben, weil die beiden haben diese Woche wirklich abgeliefert, auch im Orga-Programm für diesen Freitag bei dem Ritteressen. Also die haben wirklich absolut Performance ihres Lebens geliefert. Die haben Witze gerissen, haben Leute ein bisschen beleidigt. Positiv aber, liebevoll. Die haben gesagt, ey, blöd Mann oder Frau. Konnte meine Gottesanbeterin erfolgreich verpaaren und es wurden schon Eier gelegt. Heftige Woche auf jeden Fall. Nils hat Werkzeug, oh Gott, Mods loben. Ja, ist wirklich so. Die müsst ihr wirklich loben. Ihr kriegt ein Bombenvideo serviert, sage ich euch. Heftige Nummer. Man kann auch Nino loben. Die hat viel Kontakt gehabt mit dem Mann da jetzt. Weiß ich gar nicht. Also wir können dem jetzt auch schreiben, dass, ne, dass das alles jetzt so am Start ist. Sehr gut. Ich glaube, Sunny und Nils haben auch die Leute zu Veggie- und Fleischmenüs ankreuzen verdonnert. Also man kann auch Nino loben, die hat sich da viel drum gekümmert, mit einem Mann geschrieben, der, wenn man fragt, hey, wann können wir einen Termin machen, schreibt, meine gnädigste Frau, der Ritter, natürlich wäre ein Termin genehm. Es ist wirklich ein Orga-Thema, kein Scheiß, der schreibt so zurück. Ich finde es irgendwie ein bisschen low-key, finde ich es ganz geil. Aber irgendwie auf Dauer, nach so der 5. Mail waren wir auch so, Kollege, wir wollen da mit 100 Leuten antanzen, können wir mal kurz, kurzer Nino-Loben-Tag. Sehr gut. Letzten 2 Monate beschissen, weil Halswirbelbruch. Das ist auf jeden Fall ein scheiß Start ins Jahr, sage ich auf jeden Fall. Aber Revi hat noch mehr reingeschissen, kannst nichts sagen. 2x Meniskus. Und Kreuzbandriss, direkt zum Start des Jahres, erstmal 7 Monate auf Krücken. Das wird auf jeden Fall nicht so sein, ja. Obwohl ich sage, viele sehen das jetzt noch nicht so, aber ich prophezeie Revi eine absolute Karriere dieses Jahr wieder im Gaming-Bereich, dadurch, dass er so viel sitzen muss. Und ich sage, das wird dem gut tun, weil ich sage ihm schon seit längerem, dass er wieder ein bisschen Gaming-Content machen soll. Und ich sage, er wird pumpen dieses Jahr. Arme Sau wirklich, ja. Arme Sau. Aber dieses Jahr hat er ein bisschen mehr Liebe verdient. Von euch und nicht von mir. So. 2 Wochen Urlaub seit Montag. So früh im Jahr schon? Wer gibt dir denn so früh Urlaub? Warum? Seit Montag Corona, schmecke und rieche nichts mehr. Also 10 von 10. Solange es kein Long-Cove ist, sage ich wohl, wünsche ich gute Besserung. Hab jetzt auch schon mehrfach gehört, dass ein paar Leute Long gekauft haben. Nicht so geil wohl. Wir drücken die Däumchen. Revi soll mehr zocken und entspannen. Ich glaube, genau das wird er auch tun. Und ich finde genau das auch sehr gut. Zack. Ich
Ich wollte dem auch nochmal schreiben. Mal gemütlich am Wochenende rumkommen, ein bisschen rumhängen. Dafür im Dezember arbeiten gewesen. Was arbeitest du denn dafür, dass du dir jetzt dann freinehmen kannst? Weil im Dezember war ich zum Beispiel auch arbeiten. Extra Urlaub für Freitag bekommen. Echt? Du hast Urlaub bekommen? Für das Ritteressen, was wir machen, hast du Urlaub bekommen? Wo arbeitest du denn? Wer gibt denn dir dafür Urlaub? Jetzt kommt RWE. Jetzt kommt RWE. Zehner drauf. Jetzt wird's richtig unangenehm. Kundenservice Autohaus. Achso. Echt? Dann? Hä? Erst im April Urlaub. Ich weiß gar nicht. Hier hat noch keiner irgendwie, glaube ich, eine festere Urlaubsplanung gemacht. Es kommt immer erst so. Ich sage immer allen, die sollen schon mal so 10, 15 Tage grob einplanen und das schon mal in den Kalender blocken. Ich denke, also meistens Erfahrung der letzten 2 Jahre war bei uns, dass es so ab Februar losgeht, dass Leute ein bisschen was Konkreteres haben. Easy. Zack. Und weil du jetzt im Dezember im Kundenservice im Autohaus gewesen bist, kannst du jetzt frei nehmen 2 Wochen. Kaufen man im Januar jetzt keine Autos mehr. Ich würde sagen, gerade Januar ist doch bestimmt so ein Autokaufmonat schlechthin, oder? So, bisschen kleiner Basilikum. Perfekto. Tun wir die da mit rein oder kommt das erst am Ende rüber? Ich weiß es auch nicht. Wenn alle Rechnungen kommen, da kann man nicht. Achso, ja, stimmt, Rechnungen kommen auch noch. Ich glaube, irgendwann müssen wir bestimmt auch mal Strom bezahlen. Wird schon gut gehen, ne? Privatinsolvenz vor der Tür, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Spaß. Wer hat im Januar schon Geld? Ich dachte, wegen Weihnachten und so, da verprasst ihr das direkt immer alle. Also im Januar ist doch so ein bisschen, da probiert man sich zu sortieren, trifft so vernünftige Entscheidungen, so bis Ende Januar und ab Februar eskaliert es dann wieder ein bisschen. So, Sahne in einem Topf, jetzt bin ich mal gespannt, wie machen die die Soße? Wir haben Sahne, die man im Topf aufkochen soll, Schmelzkäse einrühren, und schmelzen lassen. Wer hat dieses Rezept gemacht? Ich schwöre, ich gebe denen das selber. Und dann Fleisch, Tomaten in eingefettete Auflaufform geben, Soße drüber gießen, Mozzarella in kleine Stückchen schneiden und auf dem Fleisch verteilen. Wer mag, kann noch geriebenen Parmesan. Das ist ein Ofengericht, das sehe ich jetzt erst. 30 Minuten! Oh Gott, okay. Umluft 175 Grad. Umluft, wie manch einer sagen würde, in der 187 Straßenbande. 175, keine Ahnung, macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir haben ja die Soße, die angerührt wird, in einem Topf. Ich gebe euch jetzt die Empfehlung. Ich glaube, das ist auch die klügere Herangehensweise, dass wir das gleich nicht in einem separaten Topf machen werden, sondern wir nehmen jetzt gleich die Pfanne, wo wir das Fleisch angebraten haben. Deswegen wollten die höchstwahrscheinlich auch nur, dass man das 5 Minuten von beiden Seiten brät. Und ich, Tönnes, habe hier nicht irgendwie die Anleitung vernünftig durchgelesen von dem Rezept, aber ist nicht schlimm. Wird trotzdem noch ein Träumchen werden, sage ich euch. Zack, zack. Ich hole mir schon mal eine Auflaufform. Bei uns im Laden haben wir auch gerade Umsatz wie im Weihnachtsgeschäft. Ich sag's doch. Neuen TV gegönnt, Urlaub gebucht vom Weihnachtsgeld. Deswegen, ich sagte doch, Januar ist doch das Ding, wo es voll eskaliert. Genau das habe ich auch gedacht. So, ich hole mir jetzt mal kurz eine kleine Auflaufform. Boah, das ist jetzt lecker, die Frage. Lecker, Waffelchen. Ist das wohl zu flach? Das ist doch vielleicht zu flach. Ich glaube, das ist mal so ein Deckel gewesen von der Auflaufform. Aber das müsste dann ja auch gehen. So. Zack. Passt. Schaffe ich. Und die nicht mehr anbraten. Keine Röstaromen. Dann halt nicht. Wenn ihr das nicht wollt, dann natürlich nicht. Basilikum wieder so früh geschnitten. Liegt jetzt hier die ganze Zeit rum, weil du es am Ende nur blöd drüber drizzelst. Naja. So. Warum funktionierst du nicht, wie ich das möchte? Fleisch, Tomaten, gefettete Auflaufform. Gefettet, ne? Das ist immer noch ein Thema. Eine gefettete Auflaufform. Da würde ich wohl sagen, tue ich das nicht? Weil wir haben ja Soße, ne? Also das ist natürlich, und ist auch sehr fettig schon, die Soße. Ja. Spannend. Moment mal, da kommt Kräuterbutter noch rein? Ich nehme einfach Kräuterbutter und fette damit die Auflaufform. Das ist, glaube ich, das Ekelhafteste, was ich seit langem gemacht habe. Also, Props, ey.
Annika und Celine loben. Die haben hier in weiser Voraussicht das heute vorbereitet, diesen leckeren Gaumenschmaus. Das ist best bewertet. Du bist ja hier. Wo bist du? Da bist du. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Ich habe das gar nicht gesehen. Die sitzt da genau hinter der Säule. Jetzt bin ich mal gespannt. Also. Das ist nicht schlimm. Ich habe ganz doll gewischt. Hi, na? Wie geht's dir wohl? Hallo. 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 Oh, boah, kriege ich eine Faust ab oder was? Auch an dich? Also, Mozzarella Chicken, das verbindest du mit mir? Nein. Nein? Soll ich Rezepte raussuchen, die ich mit dir verbinde? Ja, wer ist die Pizzasuppe? Das haben wir im Podcast geklärt. Okay, also, das wäre aber was, wenn du noch Fleisch essen würdest, wo du richtig drauf abfährst. Weißt du, ich habe noch ein Rezept gesucht und das war bei Chefkoch unter den besten. Und dann habe ich gedacht, es ist besser als die anderen Sachen, die da alle stehen. Vielen Dank. Probier's doch mal aus, vielleicht ist es richtig lecker. Ja, ja, ich gebe dir gleich was mit nach Hause für den Hund. Du isst ja kein Fleisch mehr. Und, ist ein bisschen zu lange. Kannst du Nudeln oder so dazu machen? Ja, nein. Nein, nein, nein. Nein. Ja, wenn, dann pur. Ah, okay. Low Carb Schmelzkäse. Ist euch kalt oder wieso die Decke? Achso, ja, wir sparen ein bisschen Heizkosten, dafür verbrauchen wir mehr Strom. Das war die Regelung, die wir getroffen haben. Das ist ja ein kleines Unternehmen, wir sind ja nur ein paar Leute, ne? Da muss man ein bisschen auf die Rechnungen auch aufpassen und so. Ich habe jetzt wirklich Angst, weil die gesagt haben, die Rechnung kommt, ne? Ist wirklich ein bisschen Schiss hier. So, von ein paar Leuten hier das gesehen, im Gastrobereich, da super viele Energieanbieter falsch abgerechnet haben, ne? Teilweise das Vierfache gebucht haben und so. Das ist richtig crazy. Ich mache es jetzt wirklich mit Kräuterbutter. Das kann nur gut sein. Ich fühle mich ein bisschen wie der ein oder andere TikTok-Food-Blogger, der jetzt solche spannenden Rezepturen mal macht. Aber das ist auch gut für mich. So, halbe Kräuterbutter habe ich jetzt einfach auf dem Boden verteilt. Was? Immer wenn ich von der Arbeit komme, mache ich mir was zu essen und esse dann zu einem deiner Videos. Wirklich die beste Essbegleitung. Danke. Ich finde das immer sehr süß, weil das war für mich damals, waren das die Simpsons. Ich habe immer nach der Arbeit, damals nannte man das Schule in meiner Welt, habe ich immer Simpsons geguckt. Ich habe überhaupt nicht auch immer eine Essbegleitung gebraucht. Nee, aber bei uns ist tatsächlich, also erstmal ist Annika eine Frostbeule, damit ich mich selber verteidige. Sie nickt auch schon. Und dann muss ich auch noch zu meiner Verteidigung sagen, ja, es ist tatsächlich hier kalt. Ich weiß jetzt nicht, ob das groß für meine Verteidigung gezählt hat, aber es ist tatsächlich sehr kalt. So, ich mache mal kurz unser Huhn hier rein, mache mal ein bisschen weniger Temperatur. Ich bin jetzt hier bei der auf 4 mal so gegangen. Das heizt ja auch immer noch auf. Und dann schauen wir mal. Sahne, Schmelzkäse, Salz, Pfeffer. Ach nee, Basilikum soll auch schon rein. Okay. Sahne, Schmelzkäse. Wie viel für Schmelzkäse? Den ganzen? Was ist denn das? 190 Gramm. Also guck mal, Schmelzkäse nicht nur scheiße, sondern auch eine komische Grammzahl. Hier, 190. 100 Gramm. Für 4 Portionen. Ja, das ist jetzt 2, ne? Dann mal runtergerechnet. Ich bin ja sehr gut mit 50. Gut, das werde ich jetzt Augenmaßen, so wie ich das für richtig erachte. Hälfte. Ja. Wie viel Sahne denn? Habe ich auch noch nicht geguckt. Sekunde. Ich glaube 200 bestimmt, ne? So ein 200er Ding. 200 Gramm Sahne, also 100 Gramm Sahne. Hälfte hiervon. Drittel vom Schmelzkäse. Um den Dreh. Schere. Ich glaube, wir haben keine. Dann nehme ich wohl ein Messer. Gar kein Problem. Ich habe nämlich extra von Tom noch ein zweites Schneidemesser. Guck mal hier. Bloß ich nehme schon mal hier so einen Gummifropfen. So. Simpsons waren noch Zeiten. Laufen die nicht mehr im Fernsehen? Ich dachte, die haben noch irgendwie ein paar Staffeln dazu gebucht, oder? Haben die nicht 30 Staffeln jetzt? Gibt es auch auf Disney Plus, ne? Ich wollte immer mal Simpsons chronologisch gucken. Manchmal gibt es ja so Subtexte da drin. So, wir haben immer noch ein bisschen Hitze drin. Bisschen Sahne rein, jetzt Hälfte davon. So. Hälfte. Mhm. Das ist jetzt alles fühlen, ne? Man fühlt ja, wie viel da drin ist. So, und jetzt der komische Schmelzkäse hier. Oh, da kriege ich direkt wieder Trockenhusten, wenn ich mit Schmelzkäse... Ui. Ui, ui, ui. Super Rezept, Annika. Ist top, ja. Schmelzkäse und ich. Ui, 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 ui. Nee, alles gut. Ich bin positiv drauf. Warte erstmal ab! Warte mal!
Machst du viel mit Schmelzkäse, sag mal ehrlich? Nee, ne? Warum nicht? Weil du mal Ernährungswissenschaften studiert hast und weißt, was das mit dir anstellt innen drin, ne? Das wird bestimmt sehr lecker. Oh nee, oh nee. Oh, was für ein Blob, ey. Oh, das riecht schon so, wie das riecht auch. Mm. So, jetzt fragen natürlich viele, warum machen wir das in der gleichen Pfanne? Das kann ich natürlich erklären. Ich habe ja auch einen kleinen Lehrauftrag, ne? Dafür bin ich ja da. So, warum macht man das? Ganz einfach beantwortet die Frage. Das macht man, Komma, weil. Ihr merkt, ich wiederhole immer den gleichen Satz, damit ich mir irgendeine Begründung einfallen lassen kann. Nee, wenn ihr was anbratet, dann bleiben in der Pfanne meistens die Bratenrückstände, zum Beispiel von dem Gemüse oder dem Fleisch, was ihr anbratet. Und das ist der sogenannte Fond. Das ist das, was ihr sonst im Supermarkt für 6 Euro kauft. Deswegen auch immer, wenn ihr eigentlich Gemüse schält, die heute da behalten und einfach ein bisschen Wasser drauf kippen und nochmal runterkochen lassen, dann kriegt ihr nämlich einen richtig schönen Gemüsefond und einen richtig schönen intensiven, so eine Grundlage für Soßen einfach. Ne? Wenn ihr dann eine schöne Soße anmachen wollt, geht das immer mit diesen Bratenrückständen, das ist dann eigentlich was ganz Geiles. Das sind Röstaromen, genau, und das könnt ihr dann benutzen, um darauf eben geile Soßen zu machen. Immer wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Fleisch, wenn ihr euch ein schönes Steak gemacht habt und ihr habt einfach noch ein bisschen Rotwein über, vielleicht vom Abend davor, ist ja unter der Woche und ihr habt ja alle ein kleines. Ne? Alkoholproblem. Dann kann man ja diesen Wein nehmen und sich dann einfach mal gekonnt in die Pfanne pfeffern mit ein bisschen Rosmarin, Thymian oder so dazu. Dann noch Temperatur runter machen, ein bisschen Butter rein in die Pfanne und dann habt ihr eine geile Rotweinsoße auf einmal, nachdem ihr Fleisch gekocht habt. So einfach kann es gehen. Die Welt der Soßen ist auch mir immer noch eine fast unergründliche, aber sie ist wirklich fantastisch und wird euer Leben bereichern, weil Soßen machen ist wirklich einfach. Wein bleibt über, wie, ja, ich sag ja, ihr habt ein Alkoholthema alle. So, ein bisschen Salz da rein. Ist wahrscheinlich viel, weil es sehr käsig. Dann ein bisschen Pfeffer. Ich habe das Gefühl, ich will das selber noch ein bisschen weiter würzen. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier. Ihr seht gerade nichts. Ich muss mal ganz kurz hier. Ja, vielleicht das ein oder andere Gewürz selber bei Ostmann, ne? 4,99 können wir mal ganz kurz hier. Und natürlich heute, da darf ich auch nicht drüber reden. Miu Miu sitzt gerade hier. Miu Miu auch toll. Toll. Super. Wow, was ist besonders wichtig bei Miu Miu? Wow, das ist ja so in Gläsern. Habt ihr das schon mal gesehen? Aludose gibt es wohl kein Miu Miu. Warum nicht? Nachhaltig, ne? Und dann Sorten auch. Koffeinlimonade. Ja, ja. Kein Scheiß, das ist der Marketingchef. Das sitzt genau da und guckt mich gerade an. Also das ist wirklich, das ist eine Situation für mich gerade. Das ist wirklich schwierig. Und viele Leute denken, ich verarsche dich. Willst du kurz vorkommen? Dann, also es ist kein Scheiß, du sitzt wirklich hier. Also es ist kein Scheiß. So, guck mal, kein Scheiß. Es ist kein Scheiß, das ist wirklich hier. Das ist der Marketingchef Miu Miu. Einfach da. Kannst Geld haben. Miu ist geil. Guck, da geht's jetzt los. Jetzt sagt mal kurz eure Lieblings-Miu-Sorte. Dann sind die glücklich, ne? Es ist immer Lemongrass. Es ist Lemongrass. Ingwer. Okay, wow, okay, ja. Ja. Guck mal, durch Sturmis Videos habe ich das legendäre Würzfenster kennengelernt. Ja, jetzt ist so ein bisschen, oh Gott, das hat schon eine Haut, die Soße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist so ein Pudding, dem. Oh, Annika. Uiuiuiui. Moin, okay, moin. Ich habe noch selber ein bisschen nachgewürzt. Das sollen wir jetzt einfach, glaube ich, da drüber schütten. Ich weiß nicht, ob das genug ist, aber ich hoffe es einfach mal. Ich schütte das jetzt da drüber. Mm. Ui, das ist schwierig. Banane? Mio Cola, ja, sehe ich auch. Banane ist wirklich komisch, ja. Banane ist komisch. Kurz mal als Feedback, kurz auch von mir. Also persönliches Thema. Aber anscheinend hier sind ein paar Leute mit Banane. Zitrone, okay, Zitrone. Also ich kann es euch nur empfehlen, euch da mal richtig durchzutasten, weil, also, ich sag ganz ehrlich, wer hier Banane feiert, ihr seid wirklich ein bisschen komisch. Also no front, also wie gesagt, die sitzen da, aber Banane ist wirklich ein bisschen weird, so. Also ich muss auch sagen, bei meinem Ranking ist eigentlich fast alles auf einer Stufe und dann kommt halt leider echt Banane. Ne? Aber es muss immer eine Sorte geben, wo man sagt so, weiß ich nicht. Aber auch gut, und das habe ich erst mal erfahren, jetzt können wir richtig auf wilde Details eingehen. Es gibt tatsächlich Mio-Flaschen, die sind nur, und jetzt kommt der Kicker. Wenn ich mit einem Satz aufhöre, ist richtig scheiße dann, wenn ich das erzähle, aber ich probiere es geil durchzuziehen. Es gibt Mio-Flaschen, die sind nur zu 2/3 gefüllt. Warum? Warum sind die zu 2/3 gefüllt? Weil die sind perfekt für Feten, weil man mischt das zum Beispiel. Es gibt ja ein geiles Mischkonzept da. Man kann sich da fleißig durchprobieren. Manche sagen vielleicht das Thema Korn, manche das Thema Wodka. Und die sind tatsächlich dafür konzipiert, dass ihr die aufmachen könnt, dann füllen könnt, kurz ein bisschen durchwiggeln und dann habt ihr in einer Glasflasche verpackt ein schönes Mischgetränk für den Abend. Und sowas machen die auch. Das heißt, falls ihr mal irgendwie 18 schon eher dann seid, glaubt, weil mit Bier mischen, Banane, könnte ein Thema werden, who knows, ne? Aber dann ist wild, wow, ne?
Lol, wow, sag ich doch. Ist ein crazy Konzept. Und wusstet ihr das? Nee. Und ich wusste das auch nicht. Und die haben mir das gezeigt. Ist cool. Ist cool. Das ist wirklich eine geniale Idee. Guck. Die Leute bei ihren WoW-Sessions sind jetzt versorgt. So, patz auf, rein und dann... Guck mal, ein Drache. Sie unterstützen unsere Alkoholsucht. Geil. Dafür ist auch Miu Miu da. Nachhaltig unterstützen die das sogar. So, zack. Perfekt. Dann gucken wir mal. Salz, Pfeffer, Würzen. Der Basilikum sollte da rein. Oh, das habe ich jetzt beim ganzen Miu Miu Gelobhudelei. Das hört auch sofort wieder auf. Wenn die durch die Tür sind, gleich nichts mehr. Das ist alles entspannt. So, wir gehen mal kurz hier rüber. Ich drizzle das jetzt einfach mal rein, weil das ist jetzt auch egal, ob das da oben drauf liegt oder nicht. Da kommt jetzt eh noch ein bisschen Mozi und Parmesan drüber. Dann scheppert das und dann die Tomaten einfach rein. Warum durfte ich die hier nicht mit anbraten? Fleisch und Tomaten. Mhm. Mozzarella, kleine Stücke. Aha. Okay, ich mach das jetzt einfach dann mit da rein. Ich finde das gut. Jetzt muss ich irgendwie gefühlt, habe ich voll den Zeitdruck und voll das Thema hier mit. Ich habe auch ein bisschen zu viel Tomaten, aber es wird schon eine gute Nummer werden. Weil irgendwie bildet sich ja jetzt wieder diese blöde Haut da drin. Macht mir ein bisschen Sorge. Mozzarella kurz aufmachen. Ey, keine Scheren, ne? Dieses Büro ist wirklich der Abyss. Das ist der Abyss, wenn es um das Thema Scheren geht. Das hier und das dann in kleine Stückchen wohl, ne? Schnell Basilikum drüber. Gott, zu viel Augenmaß. Kind 2 in der Röhre. Ach so, wegen den Subs. Oh Gott, ich dachte gerade, dass irgendwie sehr viel teilst du da mit dem Internet, aber mach dein Ding. Lemongrass mit Gin war's. Geht auch, klar. Aha. Ich habe mir Mio sogar über einen Grenzpaketanbieter in der Schweiz geholt, weil ich es unbedingt probieren wollte. Tja, Import-Export-Geschäft nochmal am Ankurbeln hier, sage ich wohl. Und das, meine Freunde, gibt erstmal ordentlich jetzt hier ins Vertragsgespräch. Geht die Info mit rein, sag ich mal. Schön Import in die Schweiz, Alter. Da wird jetzt erstmal richtig schön. Gut, dass ich dich dafür bezahlt habe, dass du es geschrieben hast. Wird doch voll wässrig. Das Thema hier. Oder höchstwahrscheinlich die Mischgeschichte, meintest du eher, ne? Naja. Ich nehme jetzt hier. Boah Gott, wie macht man das denn klug? So Kräuterbutter soll man auch noch da drüber machen. Ich verstehe das Kräuterbutter-Thema hier nicht. Das ist irgendwie eine Perversion. Best bewertet sucht die da raus und dann so eine Kräuterbutter-Assi. Oh je. So. Niemals werfe ich Kinder aus. Reels haben mich traumatisiert. Ich presse doch keinen Ben und Jerry aus mir raus. Warum hast denn du schon zwei Namen? Machen die gute Eiscreme später? Hä, Kinder, doch voll gutes Konzept, sage ich. Erstmal kurz 18 Jahre investieren und dann können die Lappen sich dann später um dich kümmern. Ich finde es gut. Also ich habe euch schon mal tief in meine Pläne für meine hoffentlich Kinder, Plural, eingeweiht. Es wird schrecklich, aber ich werde den Spaß meines Lebens haben. Wie gesagt, als kurze Übersicht für die Leute, die vielleicht neu dabei sind. Es gibt ein paar Sachen, die ich ganz gerne machen würde. Ich würde zum Beispiel gerne dem Kind beibringen, dass Zwiebeln Äpfel heißt und dass Äpfel Zwiebel heißt. Und wenn das dann in der Schule ist und dann sind die alle so gesund, es gibt einen Apfel zur Mittagspause, dann ist mein Kind so als einziges... Ich kann doch kein Äpfel pur essen. So, und das finde ich mega lustig, weil es wurde dann betrogen und das erste Mal hintergangen vom eigenen Vater. Schrecklich, aber das ist halt die Realität des Lebens. Und Tischstuhl ist natürlich auch ein Thema. Also da muss ich halt noch mit Clara reden dass wir das wirklich halt durchziehen. Ne? Dass halt bis das Kind wirklich in den Kindergarten geht, wir uns auf den Tisch setzen und nach unten gebückt auf den Stühlen essen, dass das Kind denkt, das ist komplett normal. Komplett normal und dann zack, kommst du in die Realität und alle sitzen auf dem Stuhl und die sind so, oh fuck, Alter, da isst man doch von und alle, das ganze Kind ist irritiert, warum ist denn der auch so niedrig auf einmal, das ganze Haus drauf auflegen, der ist pervers. Oder natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Favorite ist immer noch, dem Kind die ganze Zeit zu sagen, es wäre ein Zauberer und dann zu sagen, wenn du das aber einer Person erzählst, bevor du 18 bist, dann bist kein Zauberer mehr. Musst du einmal jemandem erzählen, besoffen mit 16, zack, bist raus, kein Zauberer mehr. Musst bis 18 durchhalten, dann mit 18 schön auf dem Bauernhof Scheune aufmachen später und da steht verarscht. Und dieses Kind hat einfach 18 Jahre ein Geheimnis für sich bewahrt und ist einfach nur noch traurig. Dad of the Year. Ist Clara schwanger oder nur hypothetisch? Nee, wir üben noch. So, zweite Mal der Podcast waren wilde Zeiten. Geil, ich sag doch gute Konzepte. Falls ihr noch ein paar habt, sagt mir das bitte nicht. Schreibt mir das lieber, weil sonst kriege ich, glaube ich, irgendwann Probleme mit dem Jugendamt, die mir das verbieten werden, Kinder zu zeugen. So,
Hypothetisch, das erzählt ihr schon ein paar Jahre. Vielleicht habe ich ja auch schon Kinder. Wisst ihr doch nicht. Sag ich euch doch nicht. Sagt doch niemandem Bescheid, ob ich Kinder habe. Ist ja super merkwürdig. So, halbe Stunde. Annikas Lieblingschicken hier. Willst du die Soße nachher probieren? Nee, du bist so Veggie-Veggie geworden, ne? Timer auf 30 Minuten. 30 Minuten. Der Countdown läuft. Ich guck mal, ich habe jetzt sehr gefreestylt am Ende, ob das jetzt so ein Thema ist. 175 Umluft, 30 Minuten backen, herausnehmen, restlichen Basilikum geschreuen. Dazu schmecken Kroketten oder Reis. Ja, das sehe ich auch. So, schauen wir mal. Das zweite Ding, was hier heute abgeht, ihr seht es im Titel, es ist tatsächlich, es ist ein Auflauf, es ist ein Franzbrötchen-Auflauf. Ich bin auch ein bisschen irritiert. Ich räume mal kurz die ein, zwei Sachen hier weg und dann schauen wir mal, ob das irgendwie eine geile oder auch eine gute Idee wäre. Sie kommt jetzt rein, dann schenke ich ihr jetzt einen Schmelzkäse. Wichtig ist immer das, was sie sagt bei einer Schmelzkäseübergabe. Ne, Chat? Was sagt man immer, wenn man Schmelzkäse übergibt? Ich denke, ihr müsst jetzt die Lücke einfügen, aber wir haben ein bisschen... Warte. Okay, dass du mir deine Guck. Sahne schenkst. Okay, Schüsseldorf, du. Arbeitsrechtlich gar kein Problem, sage ich. Gut Schmelz in die Runde. Ave dir Schmelz. Ja, wir machen das auch nur so übertrieben, damit wir endlich wieder Twitch-Clips Deutschland reinkommen. Weil ansonsten ist hier immer nur Annika und so ist in Twitch-Clips Deutschland so mit am Start. So, und das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, dass meine Mitarbeiter mehr Einbindung haben als ich. Das heißt, schickt gerne Clips rüber an Twitch-Clips Deutschland. Oh Gott, das ist ja so ein Zungenbrecher. So, was muss ich jetzt machen für diese Franzbrötchen? Ich mache jetzt erstmal alle Sachen. Für den Auflauf und für die Soße. Es gibt zwei verschiedene Sachen. Okay. Also, ich brauche erstmal 6 Franzbrötchen. Boah. Franzbrötchen. Dann brauchen wir 200 Milliliter Milch. 3,5% Fett. Okay. Ist das geil oder ist das ein Problem jetzt irgendwie? 6 Franzbrötchen? Das ist ja schon ein bisschen... Das ist schon ein bisschen... Ich habe nur noch so eine von so einer Saftpresse, das Ding hier. Komm, wir benutzen das. Mach das jetzt. Mhm. Wo kommt ihr in Köln frische Franzbrötchen her? Wir haben ja auch so eine Bäckerei-Großfamilie hier. Mit der Dame des Hauses habe ich sogar schon mal gekocht. Man nannte sie damals eine Viva-Moderatorin. Inzwischen ist sie glückliche Mutter. Aus dem Hause Kamps kommt dies wohl. Also, die sind okay, muss ich sagen. Hamburg ist natürlich, liebe Hamburger, ich spreche euch da nichts ab. Ich gebe euch recht, eure Franzbrötchen und Spots sind viel geiler als unsere auf jeden Fall. So, ein bisschen Zimt, da gibt es auch was von Ostmann. Ach ja, ist auch ein langer Tag für mich. So, einmal Zimt, dann brauche ich noch 3 Eier. Kriegen wir hin. Wuppi-Auflauf dann noch. Was ist denn Wuppi? Ah! Von den Wuppis. Ist das geil oder ist das nicht? Boah, ey, so viele Fragen heute. Dieses Auflaufthema wird mich jetzt auf jeden Fall mies von der Seite catchen. Butter zum Einfetten und Mehl zum Melieren. Okay. Eier. Geht auch Kräuterbutter. Zack, einmal ein bisschen Butter und Mehl zum Melieren. Oder? Wir waren's. Die letzten 2 Jahre. Wir haben's hier. Mehl. Oder wie man in der Medienszene auch sagt, Mehl. Weil es eigentlich ist wirklich nur Mehl. Wer Scooter auf seiner Hochzeit live auf die Bühne hat, Promi, was hat das Promi da seinen Scooter auf die Bühne holen zur Hochzeit? Echt? Hatten die auf der Kamps-Hochzeit Scooter? Ach, die haben das übertragen im Fernsehen, ne? Das war so ein Thema damals. Ich habe das nicht gesehen. Wir haben hier schön entspannt gekocht, aber ich habe es nicht gesehen. So, für den Auflauf Franzbrötchen in circa 2x2 cm große Würfel schneiden und eine Schüssel geben. Milch in einem Topf erhitzen, über die Franzbrötchen geben, für 3 Minuten ziehen lassen, Eier aufschlagen und mit Zimt zur Franzbrötchen geben und zu einer klebrigen Masse vermengen, Backofen vorheizen, ober-unter 200 Grad dann. Ei, scheiße, Alter. Franzbrötchenmasse in Kastenform rüberrühren. Mhm, okay, in Kastenform. Das geht schon. Für die Soße währenddessen 2 Esslöffel Milch, Vanillesoßepulver. Aha, währenddessen kurz abkühlen lassen. Ey, das ist ja ein absolut wildes Rezept. Dann wird mal kurz geschnibbelt wohl.
brauche eine große Schüssel, habe ich das Gefühl. Aber ich habe noch eine. Ich habe richtig, aufgestockt. Was ich für Sachen habe, Leute. Ich sag's euch. So. Heute ist Bololicious Gewürz angekommen, ist mega. Ey, mal kurz ehrlich Feedbackrunde bitte. Weil inzwischen müssten es ein paar schon bekommen haben. Ich kenne die Verkaufszahlen. Also ich bin mir, also weitaus über alle, die zugucken, haben auf jeden Fall schon ein Gewürzchen bekommen. Sind Leute dabei, die es bekommen haben? Gebt mir ehrliches Feedback. Ihr habt auch noch Vergleichswerte sicherlich. Deswegen, ich bin um alles immer sehr glücklich, weil ich kann das dann direkt weitergeben. Und natürlich dann auch was Besseres draus machen, falls euch irgendwas nicht gefällt oder sich Meinungen überschneiden. Weil wir haben ja fleißig konzipiert und gebastelt. Wer ist auf der Blacklist? Ich weiß es gar nicht, was das ist. Manche Sachen von der Blacklist sind auch nicht von mir. Das ist ganz komisch. Also, manchmal passieren hier Dinge, da müsst ihr ja vorsichtig sein. Die kann man nicht erklären. Ich sag's euch, wie es ist. Seitdem wir eine Küche haben, und ich gucke euch alle hier an, die arbeiten, seitdem wir eine Küche drüben haben, wo die Leute kochen können, wo Messer hängen und fast alles ist, passiert es immer öfter, dass manchmal Sachen hier benutzt werden, um sich privat schnell was zu essen zu machen. Und dieses Messer ist benutzt und wurde hier hingehangen. Und ihr wisst, was das heißt. Einer verliert morgen seinen Finger. Es ist meistens Louis. Der hat auch nur noch so zwei Stumpen. Arbeitsrechtlich auch gar kein Problem. Ich habe das alles gegenchecken lassen. Deine Twitch-Sachen sind gekommen. Welche Twitch-Sachen? Erzählen Sie mir etwas von dem Kontext, über den Sie reden. Welche Twitch-Sachen? Hast du eine Bestellung bei Twitch gemacht? Kann man was bei Twitch bestellen? Im Shop oder was? Sachen von anderen Twitch-Themen? Oh. Da ist ein spannendes Gewürzhandtuch von Nestle, was hier in der Ecke liegt. Naja. Du winkst, weil du gehst. Tschüss. Ich mach's sehr unauffällig, dass keiner mitkriegt. Tschüss. Tschüss, bis morgen wohl, ne? Oder übermorgen. Oder Montag. Tschö. Aha, aha. Ich liebe das Gewürz von Osman. Ich benutze zum Fleischwürzen auch. Sehr gut. Sehr gut. So sollte es sein, dass es auch weitaus über mehr als nur Bolo verwendbar ist. I like. 2x2 cm große Stückchen. Was weiß ich denn, was 2x2 cm sind. So. 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 Was macht denn dann so die Milch? Die macht dann so, dass sich das verbindet oder so? Ich mach das mal. Das wird hier so weggeschnabuliert werden. Das muss halt gut werden. Hätte uns auch Tschüss sagen können, ja. Das ist Termine über Termine, sage ich. Das ist halt häufig im Investmentbereich. Nina macht ja viel noch im Bereich Bitcoin und verwaltet da einige Konten in Frankfurt. Da muss die dann immer nachts hin und das alles noch so regulieren und sowas. Ein paar Schalter so hoch und runter machen, ein paar Motivationsvideos für Leute, die so joggen sind, noch aufnehmen. Ne? Also falls ihr da schon mal gedacht habt, vielleicht in eurem Bitcoin-Foren, oh, die Stimme kenne ich irgendwo her, ist tatsächlich Nina. Ja, die nimmt das alles auf. Wenn, dann ist es Timo. Also Timo schaltet hier gerade. Ich weiß nicht, findest du das gut, Timo, was hier passiert? Oder? Also das, was hier jetzt so, also diesen Auflauf. Gut, gut. Würdest du das auch mit nach Hause nehmen? Gut, 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 klar, hat er gesagt, klar, klar. Du hast Sport gemacht und kannst dir was gönnen. Ich habe auch heute schon Sport gemacht. Aber durch die Video-Essgewohnheiten wird es momentan wieder ein bisschen schwieriger für mich. Ich merke tatsächlich, wie sehr Essen mit allem in meinem Leben gerade zusammenhängt. Erstaunliche Erkenntnis für einen 31-Jährigen. Naja, manchmal lerne ich Sachen auch spät. Nee, du, gesunde Rezepte guckt sich wirklich kein Schwein an, ne? Sag mal ganz ehrlich, Chat, also wenn ich jetzt hier irgendwie eine gesunde Asia-Pfanne, sag mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt eine gesunde Asia-Pfanne mache nächste Woche, was sagt ihr dann? Dann sagt ihr, geh weg, ich mag Chicken, Burger, würden wir lieben. Okay, jetzt reicht's. Wir können ja variieren, wir machen einmal super disgusting, aber irgendwie auch geil. Und dann machen wir so hypergesund und keiner isst's aber, weil keiner so hypergesund isst. Langweilig, hätte ich Bock drauf. Dann sage ich nix, weil ich erst gar nicht gucken komme. Guck, Nils wäre auch raus. Die sind alle so sauer, ey. Irgendwann, ne? Irgendwann sage ich es euch. Ich mache einfach hier dann TK Burger King Burger warm. Oder von dieser komischen Marke aus auf Mallorca. Dieses Flughafen-Video, ne, was wir gemacht haben mit Köln-Flughafen versus Mallorca-Flughafen. Die Malle-Pizza
war ein Startup von Burger King übrigens, haben wir rausgefunden. Burger King hat auf Malle so ein Pizza Places als Startups. So richtig weird. Die war auch echt kacke. Aber naja, ein bisschen nach Ratte geschmeckt. Keine Ahnung warum. So. Grüße. Montag Judo gehabt und einfach noch Muskelkater im Rücken. Ja, Muskelkater können wir, glaube ich, auch alle ein Lied von singen inzwischen. Timo kann keine Liegestütze mehr und der ist hier mit Abstand der fitteste von uns. Und also in unseren Bürokreisen heißt es, also so 5 ist normalerweise maximal gewesen, aber der schafft nicht mal eine jetzt. Ich glaube, ich würde auch keine Liegestütze schaffen. 5 schaffst du? Willst du mal hier hinkommen und das probieren? Ja, klar. Also, sieht man halt nicht, aber... Ja, mach ruhig. Komm, wir gehen auf die Totale. Ich gehe hier hin, mach. Ich habe gestern hier frisch gewischt. Und dann... Und dann zähle ich mit. Nee, komm ruhig rein ein bisschen. Damit die Leute das wahrnehmen können. Oder warte, wir machen es noch besser. Wir schalten auf die zweite Cam und du machst es hier in dem Übergangsstück. Dann sehen die Leute das auch. Was passiert, wenn Timo 5 Liegestützen schafft, ist meine Frage, Leute. Ja, alles gut. Es geht ja nur um eine Subbomb. Alles gut. Es muss ja hier irgendwie finanziert werden, Timo. Du bist jetzt nochmal... Dieser Druck geht jetzt von mir über zu dir. Sieht auch Mio Mio gerade komplett in der ganzen Besetzung. Das heißt, wenn der 5 Liegestützen schafft, was passiert, Mio Mio? Ich kann euch ja jetzt direkt fragen. 5 Mios? Ah. Oder kriegen wir einen Probierkasten für die Community? Dann holen wir eine Adresse raus, die geben wir euch direkt. Dann kriegt einer von euch Probierkasten, oder? Guck mal, du bist für die Community jetzt da am Start, oder? Was sagt ihr, Leute? Also schön gratis mal ein Mio Mio Probierkasten. Da gibt's, wenn er 10 schafft, gibt es 2 Stück. Oh Gott, jetzt wird erhöht. Oh, das will ich selber sehen. Ich habe jetzt gerade gar keinen Bock mehr, das zu schneiden. Okay, also. So, bereit? Geil, schreiben wir. Okay, gut. Timo, ihr müsst jetzt Timo anfeuern. Ich will ein Go, ich will ein Los, ich brauche Anfeuerungsschreie, die man nicht denkt. Okay, bei 10 Stück gibt es 2 Stück zu verlosen für die Leute. Oh Gott, Alter, hat er viel geknackt. Okay, eieieiei, scheiße, ey. Okay, ja, okay. Der Chat hat Bock. Timo, du machst es für die Leute da draußen. Dann geh mal an die Leute. Denk an Mio Mio auch ein bisschen, aber auch an die Leute. Okay, und 1, 2, Chat mitzählen, 3 und 4. Und 5, oh Gott, 6, ein Kasten gibt schon mal, 7, oh Gott, 8, oh nee, der rote Kopf, 9, oh Gott, oh nee, 9 nochmal, 9, oh Gott, warte, nochmal 9, und dann müssen wir jetzt nochmal, oh Gott, da gibt es jetzt 10, so, oh Gott, 11, sehr gut, ey. Nur für euch. Naja, ich hätte jetzt Geld haben können von euch oder 2 Mio Mio Kästen, die wir verschicken. Naja, jetzt habt ihr was bekommen. Unmöglich, unmöglich. Dafür, dass du deine Arme nicht mehr bewegen kannst, war das aber ganz schön flüssig. Du hast ja jetzt schon locker so 12, 13. Nee, ich kann keine Liegestütze. Ich würde auch niemals so prollig sein. Du hast einen Puls von 140. Ich habe gelesen, ab 190 ist auch noch okay. So, zack, Dankeschön. Dankeschön für die Liebesbekundung. Das ist gut und tut gut. Dein guter erster Mitkochstream wieder. Zweiter. Aber der erste in diesem Jahr. Ja, dann müssen wir es so machen. Okay, ich mache einfach jetzt, wie man das früher gemacht hat, bevor man so kluge Sachen hatte wie der Nightbot. Ihr schreibt alle jetzt das Timo in den Chat einfach. Brad King, Chris, Jitka, dankeschön für die 16 Monate. Ich schreibe Timo und ich drehe mich um. Erster Name, den ich sehe hier auf dem Chat, der oder die ist die erste Person. Okay, seid ihr bereit? Okay. Also, nee, doch nicht. Auch nicht, ne? Aber ich habe gerade ein bisschen gespielt, aber ich kann nicht so schnell lesen, Legastheniker. So, da habe ich auch nicht. Oh Gott, warte, ich gehe ein bisschen näher ran, weil ich kann wirklich, glaube ich, nicht so weit gucken. Wie lange muss das Ding noch in den Ofen? 11 Minuten, okay. Ha, okay. Funky TV, erster Gewinner. So, oder Gewinnerin, weiß ich nicht. Okay, seid ihr bereit? Es geht direkt weiter und. Weil wir brauchen noch 2 Gewinner, Gewinnerin. Schublade hier geht auch. Weiß ich nicht, müssen wir ein bisschen, jetzt nur ein bisschen Zeit strecken, weil es ja blöd, wenn man direkt 2 hinter. Nein, jetzt komme ich aber rum. Lord Mark der Echte, habe ich gelesen. Lord Mark der Echte und Funky TV. Ihr werdet jetzt angeschrieben von meinen Mods, entweder von Nils oder von Sunny. Ich glaube, beide sind da. Und die werden mir, oder Beta war, glaube ich, auch da. Die werden, ihr könnt aufhören, Timo zu schreiben, auch wenn ihr Timo liebt. Wer weiß, was im Laufe des Streams noch passieren wird und ob noch mal ein bisschen Mio verlost wird, sage ich euch, wie es ist. Nils, Sunny, wenn ihr das hinkriegt im Laufe der Zeit, die sitzen ja direkt hier, mir die Sachen zu schreiben oder Beta, dann gerne über Discord, dann gebe ich das direkt weiter, dann ist es direkt angekommen. So, Glücki, wie es sich gehört, sehr gut. Hat geklappt? Alles gut? Willst du auch ein Paket? Brauchst du auch ein Paket noch von Mio? Kannst du schnell noch eins mitnehmen?
Aber nur die Dinger mit dem Alkohol drin, ne? Das bei dir dann, ja. Von dir fange ich gar nicht erst an. Die Leute wissen gar nicht, mit wem ich rede, wenn ich in die Richtung gucke, Annika. So, also. Milch in den Topf erhitzen, Franzbrötchen, über die Franzbrötchen geben, 3 Minuten ziehen lassen. Gut, das machen wir jetzt mal schnell, komm. Kurz die Milch in ein kleines Töpfchen und Milch rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein bisschen zu wenig Milch. Timo. Also selbst wenn ich das jetzt, ob das warm ist oder nicht warm ist, wenn ich das da reingebe, dann ist das doch direkt aufgesaugt von den ersten Franzbrötchen. Die dürsten ja förmlich einfach nach so ein bisschen Sachen. Louis ist auch da, ja. Louis ist am Start. Diese Kamera ist Louis. Mhm. Ich habe es nämlich gerade gehört, die reden nämlich heute miteinander, deswegen haben die so Earpods drin. Ich höre immer leise im Hintergrund. Ich komme jetzt gleich wieder zurück. Ich gehe mal kurz Deckencam jetzt. Oh Gott, Deckencam. Und dann, Freddy's Hosenstall. Oh, ich habe keinen Hosenstall. Dankeschön. Wir gehen jetzt auf die Deckencam. Jetzt kommt die Deckencam. Oh, da ist die Deckencam. Okay. Wir gehen auf Louis. Okay, wir gehen kurz auf Maincam. Wir gehen Kochfeld. Gehen wir kurz Kochfeld. Und genau deswegen brauche ich Sponsoren und Partner, weil wir 4 Kameraperspektiven haben. Keine 4 Kameraperspektiven auf Twitch. Das ist übelst unnötig. Was? Ich geh einfach aus dem Bild. Ihr hört es jetzt gleich. Ich zeige es euch mal eben. Dann könnt ihr kurz Bild vom Bild machen. Also ich rede einfach weiter. Ich übermittle gerade schon die Adressen dann dementsprechend. So, zack. Es wird hier professionell abfotografiert. Sehr gut. Abfotografiert von Handys, so machen wir das. Nicht, dass noch einer denken würde, hinter den Kulissen würde ansatzweise über E-Mails oder so kommuniziert werden. Es sind tatsächlich nur Bilder in Fotoalben. Auch eure Adressen sind bei uns sicher und Datenschutz wird bei uns riesig geschrieben. Wird alles gleich wieder gelöscht. Ist ein selbstzerstörendes Bild. Hashtag Datenschutz, mir reicht's langsam mit euch. Es war kein Bild, wir haben es auf dem Post-it geschrieben. Ist wirklich so. So, ich mache das jetzt da rein und dann werde ich es irgendwie umrühren. Weil die Milch dampft. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um dann tatsächlich etwas umzurühren. Ich weiß es wirklich nicht, ob das eine geile Idee ist, ne? Naja, schauen wir mal. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Aber es ist tatsächlich nicht ganz eingezogen. Also es ist noch so auf dem Boden. Bisschen komisch. Weiß ich nicht, so sapschig. Das Gefühl, man könnte auch irgendwie so eine richtige Perversion an Frikadellen aus sowas machen. Wisst ihr, die haben dann so einen ziemlich süßigen Touch. Das müssen aber ganz kleine Krümmelchen dann sein. Kann das geil sein? Ein Nachtischfricki? Irgendeine Nachtischfrikadellen-Invention? Ich mal nachdenken, was kann man denn Geiles daraus machen? Boah, es ist auf jeden Fall erstmal um ein Drittel irgendwie eingegangen gerade alles. Das ist ja Wahnsinn. Nur mit so einer kleinen Masse Milch. Heftig, okay. Schauen wir mal. Mit Hack nicht? Nee. Es muss irgendwie so ein neutraler Hackersatzstoff sein, den man da nimmt. Guck mal, ihr seht jetzt nur, hi, na, was geht? Hallo. Na, neue Perspektive, neue Kamera. Bitte spendet Subs. Wir brauchen mehr Kameraperspektiven. Irgendwann will ich mal so eine 360 Grad gerade mich rangezoomt. Tja, was machst du jetzt? Hey. Das können wir natürlich auch machen. Guck mal, wie die Zuschauerzahlen jetzt nach oben gehen dann. Hallo Freunde, heute spielen wir ein bisschen Minecraft. Guck mal, da hinten ist ein kleines Schwein. Oh ja. Oh. Es geht. Ich bin cool, ich bin erwachsen und so. Wer ist das? Mir reicht's. Eier aufschlagen und mit Zimt zu den Franzbrötchen geben, zu einer klebrigen Masse vermengen. Eier aufschlagen, das hört sich an wie ein Job für den Kollegen hier. So, einmal. Chat, sag mal Chat. Was? 7 bann Chat? Was ist denn jetzt los? Warum bannen wir Chat? Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Warum werden die gebannt? Haben die was verbrochen? Oh, warte. Ich kann natürlich jetzt noch das sehr gut, wenn wir jetzt gerade live sind. Bist du bereit? Einfach ein bisschen reinzoomen. Das ist gut, das ist gut, das ist noch wichtig, weil jetzt wird gerade hier, wird gerade das Produkt rausgeben, wird schon alles weitergemacht. Jetzt mal richtig rein da. Komm weiter rein. Komm ran. Und jetzt. Die sitzen da alle mit ihren Handys. 3 Leute, kein Scheiß, sind gerade so hoch, vertikal, horizontal, jedes Format. Einer macht so ein 360 gerade. Wie natürlich. Authentisch Produkte einbinden. Dafür stehen wir in unserer Partnerschaft. Seit Covid Einschaltungszeichen.
entzündet. Nee, ich kann kein Tornado damit machen. Das ist aber wirklich tschüss, ey. Dann ist tschüss, dann läuft es aber überall raus. Nicht nur aus der Nase, sage ich dir. Da sprengt. Oh Gott. Springt in jede Richtung dann. Bring back Wandtattoos. Ich dachte gerade, was passiert denn jetzt? Ich dachte gerade, ich habe was gemacht. Wandtattoos hier? Achso, wegen. Ah, okay, ich verstehe den Kontext, ja. Ich habe damals immer, als Corona angefangen hat, viel gestreamt und dann habe ich jeden Tag ein neues Wandtattoo an meine Wand hinter mir gemacht, indem ich das einfach auf ein Papier geschrieben habe. Dann standen da so tolle Sachen wie Carpe Diem oder sei dir selbst der Nächste oder Packstars. Sachen, die man einfach gebraucht hat als Wandtattoo. So, eure schönsten Wandtattoos. Ich bin mir sicher, hier gucken jetzt wieder Leute zu mit Wandtattoos und fühlen sich schrecklich angegriffen. Das ist, meinen wir gar nicht so böse. Live, love, love, love. Das ist wichtig, ja. Strichliste ist auch gut, ja. Strichliste, wo wir alle noch gedacht haben, ach ja, eine Woche drin sitzen. Ja, die Strichliste habe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Naja. So, schlagen wir mal ganz kurz die Eier ob. Denn da soll ja noch ein bisschen Zimt rein, wohl. Die gute Pusteblume. Gibt es jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden? Oh, das ist ein komisches Motto, bin ich ganz ehrlich. You only live once. Was? Make your dreams come true. Geil. Tanze, als wenn dich keiner sieht. Wir besitzen keine Dinge, sondern Dinge besitzen uns. Ja. Find es gut. Ich weiß nicht, wie lange aufschlagen. Wir sind schon schaumig jetzt. Ist es zu viel dann? Aber ich muss ja eh unterheben, ne? Das ist ja jetzt um die 3 Minuten da drin gewesen. Was machen Sachen? Boah. Irgendwann mal so geile random Sprüche einfach als LED-Text. Schön über die Kaffeemaschine. Das machen wir alles schön am neuen Standort. Hashtag Macher. Hört sich ein bisschen an wie irgendwas, was Paul Ripke rausbringt. Ich mag Paul Ripke. Ich finde Paul Ripke cool. Ich glaube, der ist ein bisschen weird. Aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen weird für manche. Und das ist dann positiv. Motto ist mein Wandtattoo besteht aus einem Deadpool-Cable-Gemälde im Stil von Michelangelos Fingerbild. Heißt es Fingerbild? Das heißt nicht Fingerbild, oder? Du gehst doch nicht in diese komische Kirche rein und sagst dann, das Fingerbild an der Decke. Stell dir mal vor, das krasseste Werk, was du jemals erschaffen hast, wo alle Leute sich darauf popkulturell beziehen, heißt so Finger. Die Hand Gottes heißt das, oder? Heißt es nicht die Hand Gottes? Oder ist es irgendwie sowas, Aha, ich hätte gern das Brennen aus dem Haus-Meme. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was das alles bedeuten soll. Die Erschaffung Adams. Heißt es so? Nicht die Hand Gottes? Die Hand Gottes war Maradona, ne? Das mit dem Fußballding. Louis lacht schon so, da muss was mit Sport zu tun haben. Weil Louis, müsst ihr wissen, der ist sehr sportverrückt. Also falls ihr gerne Sportwetten abschließt, aber euch alleine fühlt, Louis hat mehr Zeit jetzt dieses Jahr. Brauchst du ein neues Hobby, hast du gesagt. Irgendeine Sünde wieder ins Leben reinholen. Stimmt, WoW ist over, ja. Boah, ich habe jetzt sehr fluffiges Eierzeug hier, ne? Eier-Zimt-Gemisch. Mein Hähnchen ist fertig, denn mein Handgelenk vibriert. Liebes Hähnchen, wie siehst du wohl aus? Ach, das... Gut. Besser für dich, dass das gut aussieht wohl. Ich finde, ihr habt das toll gemacht. Ich bin gespannt, was am Freitag passiert, wenn das Kochbattle mit Nino ist. Weil da darf ich und Nino ja noch nichts wissen. Bisschen unfair, weil Nina bei dir im Büro sitzt und die jetzt hier die Kontrahentin ist. Aber es ist das erste Mal, dass wir auch die Viererküche benutzen werden. Zwar noch ein bisschen dilettantisch, aber es wird laufen. Und ich sag mal so viel. Erst Viererküche, Kochduell, danach das riesige Ritteressen. Der Freitag wird eskalieren, Leute. Der Freitag wird eskalieren. Louis, was trinken? Da lädt sich gerade einer zum Trinken ein. Nur kein Alkohol mehr. Mhm. Wir sind hier alle sehr gut unterwegs. Ich tue jetzt mal nicht so, als hätten wir gerade eben beim Mittagessen nicht ein Aperol in uns reingefetzt, aber war nur einer. So. Oh oh. Ja, das ist ein Ding hier. Lecker. Dann gehe ich hier schon mal auf Ober-Unterhitze, denn da muss nachher das Gerätchen hier rein. Oder jetzt gleich sogar schon, weil viele Steps hat er gar nicht mehr. Eier sind aufgeschlagen, Franzbrötchen geben und einer klebrigen Masse vermengen. Backofen vorheizen, das wird jetzt relativ zügig gehen. Einfetten, Kastenform. Da steht, wie groß sie sein soll. Das ist aber in meiner Welt Quatsch. Ich habe ein Kastenförmchen noch und das werde ich gleich benutzen.
20 bis 25 Minuten dann nochmal im Backofen. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal eine kleine klebrige Masse draus. Und dann geht's ab. Ich habe immer noch nicht ganz gerafft, wofür das Mehl war, aber ich bin mir sicher, das ergibt sich dann schon im Laufe der Zeit. Ja, ich glaube, das hat tatsächlich ganz schön Potenzial, klebrig zu werden, ne? Hier steht auch, dass das irgendwie eine klebrige Masse werden soll. Passiert hier noch was, wenn ich das jetzt... Also es hat auf jeden Fall... ganz schön schwierigen Charakter hier von der Geräuschlage. Aber wann wird's klebrig und nicht matschig? Nee, ach klar. Wie, du hast den Schmelzkäse? Nina hat dir den gegeben, wolltest du gerade sagen, bevor du deinen Satz abgebrochen hast, um zu lügen, mir ins Gesicht. Ich lüge nicht, ich flunker. Jetzt reicht's mir. Das wird bestraft. Mit 10 Liegestütze. Nein, 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 nein. Du musst dich jetzt erstmal ein bisschen erholen, Timo. Oh, hast gerade gesagt, schafft er eh nicht? Das ist assi, das ist ein bisschen assi. Nee, alles entspannt. Du schalt lieber, alles gut. Wir kommen hier durch. Oh. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz in so eine Form. Aber die ist halt ein bisschen kleiner, ne? Aber die ist average groß. Hydrating, ja, das ist sehr wichtig. Oh, hier sind tatsächlich ganz viele Backformen. Seit wann haben wir das denn? Was ist das denn für ein Kitsch? Unangenehm. So. Ich kann doch nicht sowas. Ah, warte. Oh Gott. So. Ach, die geht nicht mehr zu. Mann. Wir haben Sachen, boah, dein Hund, ne? Ja. Wolle anhaben heute. Ja, weiß ich auch nicht. Und da sind Böden, die ich nicht zuordnen kann. Oh Gott. Kein Problem, wir kriegen das gleich hin. Warte jetzt. Das nur, um zu überbrücken, dass der Ofen vorheizt. Das ist gar kein Problem. Also, das... Jetzt hier, warte. Das jetzt. Okay, wow. Also, wir... ich nehme den... Ich nehme das einfach. Ist alles gut. Alles entspannt. Sie macht das, kriegt es hin. Du, es wird gut. Der Boden muss innen drin sein. Die sind alle zu groß. Das ist alles super. Also, ich werde jetzt einfach hier in diese... Ach nee, warte, ich muss ja erstmal Butter... Oh Gott, ey. Und das muss man ja auch noch essen. Was macht man denn? Erst muss abkühlen. Alles richtig. Ich mache alles richtig. Warte. Basilikum. Lecker. So. Auf einmal hast du einen halbwegs passenden Boden für das Teil und auf einmal kommt Werbung im ersten Satz. Passt dein Job zu dir? Jetzt reicht's mir. Ich mach das jetzt erstmal so. Zack. Wie macht man das denn mit einem kleinen... Normalerweise, also so habe ich das immer gelernt. Jetzt kommt's nämlich. Nimmt man so einen Crepe. Ne? Bitte? Das habe ich von meiner Oma. So hat die das immer gemacht. Die hat immer so einen Crepe genommen. Damit ihr alle Bescheid wisst. Crepe. In ein Crepe. So, zack. Und dann einmal durch das Gerät durch. Achso, ja, Nils hat die ganzen Schubladen eingestellt. Das ist korrekt, ja. Aber er durfte irgendwann nicht mehr. Er hat den ganzen Comedy-Effekt dieser Küche hier auf ein neues Level gehoben, weil jetzt alles funktioniert. Das heißt, ich werde jetzt wieder versagen in der Küche. Das ist das Problem. So. Zack, zack, zack. Zack. So, guck mal hier.
Alles perfekt eingefettet. Und dann nochmal Mehl da rein, macht man das so. So ein Mehlding da drunter. Das habe ich zum Beispiel nämlich noch nie gemacht. Zack. Oh, Butter riecht schon wirklich echt gemein gut. Bin ich ehrlich. Hin und her schütten überschüssig raus. Ah, Mio Mio bricht auf. Ich sage Tschüss in die Runde. Dankeschön fürs Verlosen. Die Leute freuen sich sicherlich. Oh, Pakete gehen morgen raus. Oh, das ist flott. Vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns. So, Chat. Tschüss, Mio. Tschüss, Mio. So, einmal schütteln, hat Annika gesagt. Danke, Mio, Mio Marketing. Und den Rest tut man wieder zum Mehl zurück. Hat das da nicht so Butterrückstände drin? Okay, es geht rein in den Rest. Das ist nachher für die. Das ist nachher für unsere interne Marketing. So, okay, zack. War ein Witz, war ein Witz, meine Güte. Das war ein Witz jetzt. So, zack. Geht auch mit einer Tüte und dann die Hand rein und Butter verteilen. Also, ich verstehe das jetzt auch nicht mehr, was ihr alle von mir wollt. Ich tue da jetzt einfach den Saft rein und dann passt das. Man soll da noch so eine Soße zu machen, ne? Ist die wichtig? Vanillesoße. Ich gucke mir das jetzt gleich mal an. Ich quetsche das jetzt hier alles mal rein und dann wird das gut. Weil das wird jetzt nicht sonderlich aufgehen. Das heißt, wenn das passt, dann backt das ja zusammen, schätze ich mal, ne? Drücke ich schön an, weil ich glaube, dann wird das halt wieder so vielschichtig und so geil dann. Und darum geht es hier. Wir wollen ja bewusst ein bisschen Mano. Ich wollte sagen, man soll bewusst ein bisschen Geilheit erzeugen, aber das ist irgendwie auch ganz schwierig, Mann. Nee. So, auch zu alt dafür jetzt langsam. So, schnell irgendwie ein Kind auf die Welt donnern, dann hat sich das Thema auch mal ein bisschen effektiver arbeiten jetzt. So, warum kann heute nicht Freitag sein? Ist so schlimm schon. Also ich habe heute gerne Mittwoch. Ich koche gerne mit euch. Ich bin vor allem gespannt auf die Leute, die jetzt zusammen mitkochen. Ich bin auf eure Ergebnisse gespannt, gerade bei so einem Thema. Ich weiß zum Beispiel, Heinz ist immer der Dauermitkocher. Bei dem weiß ich, da eskaliert es. So. Der macht das nämlich auch immer besser als ich. So, ich drücke einfach das an. Das erzeugt dann sozusagen diese Masse, von der die höchstwahrscheinlich geredet haben. Sehr gut sieht das aus. Sehr gut. Jetzt mal wieder so hier zwei Schlitze oben drauf, weil dann kann das entlüften oder so. Und dann läuft das. So. Bereit? So. Zack. So. Timer auf 20 Minuten. Dann probiere ich das jetzt erstmal. Und schaue dann, ob ich mich noch entscheide, eine Vanillesoße zu machen. Ui. Heute hatte ich das erste Mal seit langer Zeit so ein, zwei Momente, wo ich einen Durchhänger hatte, ne? Heute ist ein wilder Tag, sage ich. Also, ich würde auch sagen, Mann, ich freue mich auf Freitag, aber dann muss ich wieder einen Umzug machen. Deswegen freue ich mich eigentlich immer auf mehr unter der Woche, weil dann habe ich weniger zu tun körperlich. So, öppa. Zack, aber das ist auch bald durch. Und dann sage ich euch, wie es ist. Irgendwann kommt dann so ein richtiger Eskalationsmoment. Ich fasse die kalte Form immer mit Handschuhen an und die warme ohne. Ja, ist tatsächlich ein Problem bei mir auch. Umzug, ja, mein Keller zieht doch nach wie vor um. Da müssen noch ein paar Sachen transportiert werden. Da wird Nils schon hellhörig. So, guck mal hier, ein bisschen Haut, ein bisschen Hähnchenhaut ist schon irgendwie kross, obwohl gar keine Hähnchenhaut dran war. Aber es hat sich Haut gebildet. Vielleicht auch einfach nur diese komische Soße. So. Ich habe das Gefühl, ich müsste die Soße nochmal pürieren, damit die Tomaten da so reingehen. Ich nehme jetzt mal so ein Stückchen Hähnchen vor. Chat, seid ihr bereit? Ich nehme mal so eine Tomate mit ein bisschen Fleisch. Warum macht man das Huhn so lange da rein, wenn das schon 10 Minuten gebraten hat? Das ist sehr trocken. Das liegt in Soße und ist trocken. Das ist das bestbewerteste von Chefkoch insgesamt? Nee. Cherry-Tomaten sind tatsächlich sehr geil.
wenn die im Ofen waren, mit ein bisschen Öl. Dann werden die so süßlich und schmecken ziemlich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Also, auf einer Bewertungsskala von 5 gebe ich dem Ganzen eine 3, weil ich könnte das, glaube ich, noch pimpen, wenn ich die Soße pürieren würde und das dann so ein bisschen tomatiger wird. Weil bei Soßen habe ich tatsächlich ein Tomatenproblem. Ich bin so Bratensoße oder Tomatensoße-Typ. Alles, was in so eine helle Soße reingeht oder Käsesoßen, wie Eminem eins sagte, without me, ey, auf jeden Fall. Das ist, da bin ich aber sowas von raus. Ihr könnt Käsesoßen machen, das ist ja bei weitem nicht nur das, was ich verticke. Das machen wir gleich schön in den Kühlschrank und dann kann geheimer Mitarbeiter XY, der sich immer über Fleischgerichte freut, sicherlich auch punkten. Mhm. Kannst du bei deinem Wochenvlog mal ein paar Tage hinter den Videos machen, also wie ein kompletter Tag aussieht, schreibt hier jemand als für dich als Vlog. Stimmt, aber wir haben geheime Meetings, obwohl heute durften wir auch mitfilmen, als Mio Mio hier war, das ist vielleicht auch mal ein cooler Einblick, über was so gequatscht wird. Achso, ja, da hat Annika schon vollkommen recht. Also wir sind schon halt häufig am PC und machen irgendwie Mail-Sachen, To-Do-Listen abarbeiten und telefonieren. Das ist schon so 80% der Zeit bei, glaube ich, fast jedem von uns. Also bei. Genau, also das, was Annika sagt, alles, was in den Vlogs jetzt schon drin ist, ist tatsächlich das Interessanteste. Also alles drumherum, wenn man sich bewegt, hat Annika eigentlich im Kasten. Also ist wirklich das passiert auch. Der Rest ist am PC sitzen, I shit you not. Einfach mehr Content. Ja, es ist sehr gut, oder? Also die Reactions laufen jetzt gerade auch aus auf dem Zweitkanal und dann kommen nur noch Vlogs und diese Kochstreams. Und dann ist es auch sehr, sehr gezielt. Also wir wollen wieder Reaction-Content im Büro-Kontext machen erstmal und vielleicht mit eins vergessen, aber... Schauen wir mal. Was passiert jetzt? Da kommt wieder, der macht einfach einen Zoom, einen Close-Up. Alter, habe ich einen Timer gestellt überhaupt gerade? Ja, oh Gott, ey. Ich gucke jetzt mal kurz in diese Vanillesoße. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da Lust drauf habe, sage ich euch ganz ehrlich. Vanillesoße ist echt so ein... Vanillesoße ist geil. So, ich gucke jetzt. Für die Soße 2 Esslöffel Milch, Vanillesoßenpulver. Weiß ich nicht, ob Celine das gekauft hat. Ich schau mal, ob wir Vanillesoßenpulver haben. Ich denke, dann muss ich sonst gar nicht weiterlesen. Das entscheidet sich hiermit. Oh Gott, ich dachte gerade, das ist heiß, aber das war überhaupt nicht heiß. Oh Gott. Also, hier im Kühlschrank, wir bauen es so auf. Im Kühlschrank ist noch Folgendes. Also in den beiden Fächern, wo die Zutaten lagen. Wir haben so ein bisschen, also... Wir haben noch ein Revi. Wir haben Creme Fraiche. Wir haben Eier. Ganz schön viele Eier, obwohl wir hier noch voll viele Eier im Kühlschrank haben. Wir haben ein volles 10er-Pack. Und eine Milch. Es gibt einen Pulverfach, aber nicht in der Küche hier. So. Meinst du, sonst schaffe ich einen 16-Stunden-Arbeitstag oder was? Na Quatsch. Hier hinten ist tatsächlich. Also hier sind viele Backutensilien drin. Was ist das denn? Nestle. Tatsächlich, die haben eigene Gewürze? Wahnsinn. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch drin? Bonbon-Vanillesoße von Dr. Oetker. Okay, nehmen wir. So, ich mache jetzt Vanillesoße. In einer Schüssel verrühren restliche Milch, Vanilleextrakt. Ach du Scheiße, wo ist denn Vanilleextrakt? Zucker. Topf erhitzen, bis der Zucker geschmolzen ist. Ihr wollt doch keine Vanillesoße. Ich mache das einfach nach der Beschreibung auf dem Päckchen. Ich halte mich doch nicht an so. Da kommt noch ein Schritt danach. Hitze für 3 Minuten, ständigen Rühren, Köcheln. Ich rühre doch nicht 3 Minuten irgendwas ständig jetzt. Es ist Mittwochabend. Ach nee, okay, das nächste ist einfach nur, nimm das Franzbrötchen-Ding aus dem Ofen. Auf dem Ofen. Was steht denn da drauf? Ist es nicht leichter, das so zuzubereiten? Soßenpulver, 250 Milliliter Milch oder 200 Milliliter Milch und 100 Gramm Schlagsahne. Oh, jetzt wird spannend. Oh, ich habe Schlagsahne. Schlagsahne, okay. So, Soßenpulver, Milch, Sahne in Rührbecher. Ah nee, ich kann ja damit rühren. Mach ich gleich rein. Okay, dann... Soßenpulver hinzufügen und mit dem Schneebesen gut verrühren. Soße bis zum Servieren kalt stellen. Ist doch viel geiler. Ich mach doch nicht hier aufwärmen, rumrühren. Ist ja nur was für Profis. Ist doch keiner hier. So. Ich
zeige euch jetzt, wie richtige Vanillesoße geht. Milch, Sahne, fast. Sahne. Das sind noch die 100. Die müssen ja... Oh. Da kommt Flopsch raus. Das ist das, was Durchfall macht? Wolltest du nicht Vanillesoße haben? Sahne und Milch. Was denn? Man muss mehr diese Bewegung machen und dann kommt das alles raus. Ah, nee. Ach, Manu, ey. Jetzt mach doch mal, quetsch das doch mal hier. Oh, bäh. Oh Gott. Entschuldigung, ja, sorry. Das war nicht mal von der Sahne. So, dann hole ich jetzt nochmal Milch. 200 Milliliter oder 250. Man konnte sich das ausruhen. Ich mach mal 200 Milliliter nochmal, weil dann habe ich das Gefühl, dann wird die Soße intensiver, wenn nicht so viel Milch drin ist. Kommt immer raus. Das ist nur Rahm. Ach, ihr sagt, das ist jetzt nicht so schlimm, aber am Ende trinke ich das wieder. Esse ich das wieder. Trinken nicht nur 250 Milliliter. Nein, 250 Milliliter Milch oder 200 Milliliter Milch und 100 Milliliter Sahne. Ja, okay, also ich mache 200 Milliliter Milch und 100 Milliliter Sahne. So rum. Dann wird das viel besser. So, zack. Ich habe es verstanden. Ich habe es falsch gelesen, weil ich solche Päckchen nicht benutze. Ich mache halt nie so Vanillesoßen und sowas. Ich glaube, das ist auch gut für mich. Ich fange schon an, Käse zu mögen. Jetzt macht mein Leben nicht noch schwerer. So, ich probiere gerade ein bisschen runterzukommen. Jetzt Anfang des Jahres Vorsätze und so, das Übliche. Aber wir sind an Tag 18. Es läuft immer noch gut, bin ich ganz ehrlich. Für uns alle hier übrigens, die Vorsätze sich genommen haben. Also nicht nur für mich. Für alle läuft es ganz gut. So. Louis trinkt kein Alkohol. Annika trinkt kein Wein momentan. Weiß ich nicht, aber es sind doch Vorsätze. Timo hat aufgehört, Heroin zu nehmen. Stimmt nicht, stimmt nicht. War Koks. So, nein, also stimmt auch überhaupt nicht. Stimmt auch überhaupt nicht. Nee, Timo hat, was, Sport wolltest du einfach mehr machen. Das spritzt. Hey, jetzt mal eine Schürze, ne? Ach, wo ist denn das Ding zum Drauflegen, ey? Das ist ja voll... Scheiße, ey, was mache ich denn jetzt wieder? Kein Problem. Warte, dann geht's in den Stecker. Kein Problem. Alles gut, den Rest kann man wischen. Muss nur nicht auf einen selber drauf. Konsistenz, check ich mal ab. Super. Nee, passt schon, auch ohne Shirts. Ich schaff das. Das ist alles okay. Ich krieg das hin. Warte. Soßenkonsistenz passt soweit. Es bleibt alles auf der Fläche, da wo es sein soll. Wir machen einen Austrittsort, der geht über die Fläche. Und dann funktioniert das. Okay. Es wird weniger Gespritze. Nee, nicht viel weniger. Ist gut. Messer sind schon komplett voll. Scheiße. Blöd, meine ich. Blöd. Ist aber nicht schlimm. Schaffe ich. Spritzt nicht mehr. Jetzt ist die Konsistenz erreicht, die ich wollte. Guck, hat doch voll gut funktioniert. Gar kein Problem gewesen jetzt, also. Was ist in dem weißen Gefäß, was bei den Messern steht? Das hier ist Olivenöl tatsächlich. Guck mal hier, was für ein toller Pudding. Creme. Pudding cremig. Top sieht das aus. Das stelle ich jetzt einfach hier hin. Und dann, wenn das gleich fertig ist, dann können wir dann das da dippen. Vertraut mir. Ich kenne mich aus mit so Sachen. Mhm. Gleich hast du Vanillebutter. Nee, 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 das ist perfekt. Konsistenz. Perfekt. Bitte? Vanillebutter ist bestimmt lecker. Ja, mit dem Zeug zusammen. Das richtig cremige, ich kann es euch zeigen, das flopscht richtig. Vanillesahne, beste Sahne. Vanillesahne, beste Sahne. So. Machen wir mal hier. Guck mal, jetzt hier so. Flopsch macht das. Du kochst und ich hole die Aufbackpizza, ist gut. Kann man die Messer irgendwo kaufen oder ist es eine Sonderanfertigung? Das ist eine Sonderanfertigung extra für mich vom guten Tom. Da könnt ihr auch übrigens mit dem Code Waffel, glaube ich, immer noch 20% kriegen oder so. Das ist richtig viel sogar. 20 Euro, glaube ich. Oh, das Ding backt aber echt ganz gut auf. Wir haben noch 4 Minuten. Es backt aber nicht über. Es war die richtige Entscheidung, das darin zu machen. Mag Annika mich, schreibt jemand im Chat. Bestimmt, ne? Kalt stellen muss man das. Achso, ja, komm, ich stelle jetzt 4 Minuten kalt. Das macht jetzt, glaube ich, auch nicht mehr den Unterschied. Es ist sehr kalt ja gerührt worden. Die Schüssel ist ja sehr kalt, ne? Komm, jetzt 4 Minuten da rein. Ich habe wirklich keine Ahnung von so Vanillesoße.
Weiß auch nicht. Also ich meine, das ist überhaupt nicht böse, aber ich glaube, wenn man so Vanillesoße regelmäßig macht und sich damit gut auskennt, dann haben wir auch ein bisschen Kontrolle verloren. Machst du das häufiger? Vanillepudding? Ja, Vanillepudding ist was anderes. Aber es sind auch nur so Almans, die immer so Pudding machen. Keiner auf der Welt macht so Pudding. Was stehst du denn auf, CDU-Mann da hinten, Alter? Ey? Du hast am wenigsten damit mitzureden, wenn ich sage, der Alman mag gern. Magst du Pudding? Ja, guck. Ist doch genau mein Statement. Mit dieser ekelhaften Haut. Was für ekelhaft. Ach, Vanillepudding. Vanillepudding-Haut? Yes oder no? Ja, das war so klar, Louis, dass du das mega geil findest. Der steht hier, so hat die Augen zugemacht so ein bisschen. Er hat so an die Vanillehaut gedacht. Boah, nee, Vanillehaut. So, also ich habe auch so ein paar komische Kinks, ne? Aber diese Vanillehaut-Leute, die ihr seid, oder Puddinghaut-Leute, ihr seid ganz speziell. Timo, du auch? Also nur Louis. Also das, also es ergibt immer noch Sinn. Okay, mhm. Haut ist einfach Beste. Sehr gut, bitte. Nee, alles gut. Warum? Hä, warum das? Wie random war das denn? Voll die Übergriffshandlung. Soll ich Liegestütze machen jetzt? Sitzt der da einfach, steht der einfach. Warum stehst du? Du sollst hier schalten. Warum stehst du überhaupt? Du schaltest, warum stehst du? Ich verstehe nichts mehr. Ich habe einen Steharbeitsplatz. Ja, sorry, hier. Ich konnte die Regie leider noch nicht in Standing Desks mit Power-Walking-Modulen verwandeln. Nee. Stehen die da? 1, 2, 3, 4. Fällt einer hin, Alter. Ganze Technik am Arsch. Ist, glaube ich, ein gutes Statement. Kann man, glaube ich, so klassifizieren, würde ich auch sagen. Bitte? Ich habe im Büro einen Stehtisch und ich lieb's. Also, ich will jetzt hier wieder niemanden fronten, aber die Leute, die wirklich gekämpft und gebettelt haben für Stehtische, haben den genau, ich zähle jetzt mal ganz kurz ab an einer Hand, so oft benutzt, wenn ich da reinkam. Ach ja, 3-mal, wenn es hochkommt. Mm-mm. Du hast ihn jeden Tag benutzt. Ja, sagen die Leute immer über ihren damaligen Stehtisch, aber jetzt hat Louis gerade keinen Stehtisch mehr. Deswegen hast du jetzt noch, holst du jetzt einen Tracker raus auf deiner App oder was? Warum hast du direkt Handy in der Hand? Ja, ich habe jeden Tag ein Video gemacht, damit mir das keiner sagen kann. Die Vanillesoße tropft bei der KitchenAid. Ach, hier muss man eh gleich rüber. Dann, die muss eh nochmal einmal richtig abgewischt werden. Habe ich auch gerade gesehen, das wurde nicht getan. Immerhin kommt es noch hoch. Ja, ist gut. Bitte? Stehtische sind nur dazu da, um die Höhe perfekt auf seine Sitzposition einstellen zu können. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Aber ich überlege natürlich auch schon die ganze Zeit fürs neue Büro, ob ich wenigstens bei den Holzplatten, weil wir haben die Hälfte unserer Schreibtische auch in diesen Eichen-Holzplattentischen und die finde ich eigentlich voll schön. Und ich habe halt schon geguckt, ob man die irgendwie so ein bisschen auf eine geile Größe hinkriegt, weil ich habe das Gefühl, wir haben ein paar, die sind mir persönlich zu klein. Und Annika hat so einen, der ist eigentlich ganz gut groß, muss man sagen. Also für alles drumherum, wenn man noch ein bisschen Schreibtischarbeit, so Papierkram auch manchmal noch da liegen hat. Und deswegen dachte ich, ist zu groß? Größer noch? Okay, ja, dann wird es tatsächlich manchmal ein bisschen eng. Weil ich habe nämlich schon nach so Gestellen geguckt, weil es gibt ja solche, die du nur dann bestellen kannst, damit alles höhenverstellbar wird. Die aber auch so ein bisschen schön aussehen, weil manchmal finde ich die echt ein bisschen billo. So höhenverstellbare Tischgestelle sehen irgendwie immer sehr billig aus, finde ich leider. Ich hätte voll gerne eins, was so metallisch ist und bezahlbar, weil die gibt's, aber die sind dann immer so utopisch teuer, wenn die so ein bisschen schöner werden. Ich finde die Höhe von meiner Arbeitsplatte in der Küche zu tief, da nehme ich den Schreibtisch immer zum Schnibbeln. Okay. Vielleicht Küche nochmal umdenken und ein höhenverstellbares Modul da so einbauen? So. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert. Du stehst, der macht Kamera, schreibt WhatsApp-Nachrichten. Annika räumt hier auf. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Also ich bin wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was. Ich verstehe hier nichts mehr. Ich habe einen Tisch, da passt ein Win. Ach so, nee. 65-Zoll-Fernseher drauf mit 6 Schubladen. Spubladen. Kleine Spublad. So, einmal so und einmal den hier. Hoppa. Und dann, ob das jetzt wirklich so geil aussieht wie auf dem Bild von dem mit diesen verschiedenen Layern, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Sieht halt ein bisschen so aus. Sieht halt ein bisschen so aus wie, wie heißt das nochmal? Hackbraten. Es sieht wirklich aus wie ein Hackbraten, ne? Sieht aus wie Käsenudeln. Ich habe jetzt die Handschuhe einfach weggepackt. Ich muss das doch irgendwo draufkippen. Haben wir noch so ein Holzbrettchen? Ja, guck mal, das hier, das können wir doch mal eben einigermaßen zugänglich machen. Das überschüssige Mehl weg. Das hat was von überbackenem Mageninhalt. Warum weißt du, wie es aussieht? Woher ist die leuchtende Pepperoni? Amazon.
Das sieht richtig mattig aus unten, ja, ne? Ich flipp's jetzt mal raus, weil wir haben es ja so vorgemehlt. Ja, es ist auch. Oh. Sieht aus wie so, als wenn man so angeln geht und so einen Beutel Würmer dabei hat. Aber man hat so, ist so komisch und macht seine Würmer zum Angeln in eine Bauchtasche. Und dann vergisst man die im Winter und dann frieren die ein und dann machst du das auch deiner. Meine Schneckendose. Och nee, die Schneckis. Auch Schneckis, ey. Oh, warte. Mh, wie natürlich. Nein, oh Gott. So. Ui. Okay, sollen wir mal ein Stückchen anschneiden oder? Ach, drauf geschissen, einfach rein da. So, seid ihr bereit? Wenn ich das jetzt abschneiden sollte, sollten hier wie so Layers drin sein. Oh, jetzt wird's wild. Seid ihr bereit? Gott, ist das. Fast. Ein paar sind da, aber ein paar sind auch noch eigenständige Stückchen. Das sieht wirklich aus wie ganz viele Sachen, außer ein Franzbrötchen-Ding. Ist gar nicht mal, ist nicht so matschig. Mittendrin ist so ein bisschen matschig, aber ist nicht so matschig, wie man denken würde. Ich stimme zu. Schauen wir mal. Ich bin ja in meinem Fach, ihr kennt mich, ich bin ja Sterne. Ich bin ein Sternekoch, ein Sternetyp. So. Dementsprechend einmal jetzt hier die perfekte Zusammensetzung eines Buffets à la Waffel, was ihr euch nur so gönnen könnt. Bereit? Komm hier, komm auf den Teller, komm auf den Teller. So, okay. Also, let's get it. Und seht ihr, ne? Seht ihr, ich mach's näher an euch ran. Dann könnt ihr das alle perfekt begutachten, was jetzt passieren wird. Was jetzt passieren wird. Seid ihr bereit? So. So. Zack. Warte, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. So. Einfach nur Hammer, ne? Brillant. Gordon Ramsay, aufgepasst. Deutsche Frank Rosin ist hier. Der ist auch deutsch, ne? Naja, deutsche Burak, was? Warte. Wollt ihr auch in mein Dubai-Restaurant, wo ich immer so tue, als wenn ich Sachen auf Leute fallen lasse? So. Ich hatte gestern so ein ganz komisches Rabbit Hole auf TikTok. Ich bin die ganze Zeit diesem Typen, der mit dem Bauch wackelt und schwibbidi böp, 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 weg, 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 schnibbele, lebele, lebele. So, das habe ich mir, glaube ich, wirklich so eine halbe Stunde angeschaut. Und der hat ja immer nur das gleiche Lied. Ja, das hat mich irgendwie fertig gemacht. Ich glaube, deswegen habe ich auch so komisch geschlafen. Jumbo Schreiner, ja, nee, der war es nicht. Schauen wir mal, probieren wir mal. Bereit, Chat? Ich bin bereit. Also ich sag, Rad muss man auch nicht immer probieren, neu zu erfinden. Und Franzbrötchen mit einem guten Käffchen wird es auch tun für mich. Bin ich überzeugt? Also, ich sag dazu eine Sache, die es, glaube ich, treffen wird. Wenn ich das mal so vorhersagen darf, dass es jetzt eine treffende Aussage wird. Wenn ihr eine Fete hattet, ein nettes Kaffeekränzchen, und ihr habt noch 4, 5 Franzbrötchen übrig und wollt ihr am nächsten Tag verwerten, ich glaube, dann ist das eine coole Idee. Das mit frischen Franzbrötchen zu machen, ich glaube, das geht sich nicht aus.
wie viele Franzbrötchen von 10, bis 10 geht sogar, nee, von 5, würde ich sagen, ist voll durchschnittlich. Schmeckt halt wie ein Franzbrötchen vorher. Das ist halt so das Ding. Es hat sich nichts verändert, weil die Haupt... Also, wir haben da reingemacht Milch und ein bisschen Ei. Ansonsten, von Zutaten her, ist ja die komplette Würzung und alles andere immer noch das Franzbrötchen. Es ist eine 2,5, es ist komplett normal. Es schmeckt wie ein normales, durchschnittliches Franzbrötchen. Also das Franzbrötchen davor von Kamps ist auch eine 2,5, ist ganz normal, weil es gibt viel geilere. Und jetzt ist es genauso wie vorher, nur ein bisschen wärmer und in einer anderen Konsistenzform teilweise, weil man merkt ja immer noch die Konsistenz eines Brötchens. Aber Hähnchen kann ich, glaube ich, was Geileres ausmachen als hier, weil selbst in dieser neuen Kastenform sind es einfach noch 6 Franzbrötchen, die jetzt warm sind und mit Milch einmal eingematscht. Aber es ist das gleiche Produkt wie vorher. Wir haben im Prinzip nur 6 Stück zu einem gemacht. Eigentlich ist das das Einzige, was man mit diesem Rezept macht. Man macht so viele Sachen, viele unterschiedliche Sachen zu einer Sache. Es ist im Prinzip wie, als wenn du so 5 Zutaten für Hackbraten hast und machst daraus einen großen Hackbraten. So, dann ist irgendwie immer noch Hackbraten. Naja, falls ihr mitgekocht habt und eure Ergebnisse gerne präsentieren wollt, schickt ihr mir gerne auf Instagram. Ihr könnt ihr auch gerne in den Discord posten. Sunny hat schon einen Discord zu dem Sturmwaffel-Channel rausgehauen. Dann könnt ihr perfekt alles da nochmal uns zeigen. Das sind unsere Ergebnisse gewesen. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag wieder, denn dann wird nochmal gekocht. 3-mal die Woche direkt zum Anfang. Nicht langsam reinkommen, wie wir es überlegt hatten. Nein, wir legen komplett los. 3 Streams die Woche. Morgen noch Podcast übrigens. Höchstwahrscheinlich 14 Uhr. Vielleicht schon mit einer geheimen Person. Wissen wir noch nicht. Haben wir irgendwie noch nicht final nicht drüber gesprochen. Kriegen wir in irgendeiner Form hin. Ich bin ganz schön doll gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ich sage dann bis morgen. 4 Tage die Woche streamen auf einmal. Wie kann das denn sein? Richtiges Hustle, ja. Bis morgen. Tschüss.